Ja, hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Osterfest genossen mit den Liebsten und der Familie. Und ja, jetzt starten wir wieder in eine neue Woche und fangen unser erstes neues Bild an. Auch ein bisschen farbenfroh soll es heute werden. Ich werde wieder mit Farbpigmenten arbeiten, verschiedenster Art. Und ja, lasst uns doch jetzt einfach mal mit einem schönen dunklen Braunton starten. Ich habe jetzt die Leinwand etwas angefeuchtet, habe die Farbpigmente draufgegeben und ihr seht auch schön, wie toll ich hier mit der Farbe spielen kann und den Duschabzieher. Das macht riesen Spaß und eröffnet einen schon Wege, wie man das Bild weiterführen kann. So, die Pigmente lassen sich noch mal deutlich mehr intensivieren, wenn ihr noch mal Wasser drauf sprüht, so wie hier jetzt. Also das macht fast so den Anschein, als ob ich hier mit Acrylfarbe am Arbeiten bin. Und das macht auch das Malen mit den Farbpigmenten so aus. Das heißt, ihr könnt die Farbpigmente deutlich deckend über die Leinwand drüber ziehen oder auch so etwas lichter. Lässt sich fast so vergleichen, wie als ob ihr mit Kaffeesatz malt und ja, das ist unglaublich vielfältig, die Farbpigmente auf der Leinwand einzusetzen. Müsst ihr wirklich mal ausprobieren. So, der zweite Farbton setzen wir jetzt auf die Leinwand. Und zwar habe ich mich jetzt hier für ein tolles Cadmium-Orange entschieden. Generell lässt sich Cadmium-Orange immer ganz, ganz toll mit verschiedenen Brauntönen kombinieren. Jedenfalls mache ich das sehr, sehr oft in meinen Bildern. Und ja, gucken wir doch einfach mal, wie sich das mit dem schönen dunklen Braunton verhält. So etwas Wasser drauf sprühen und jetzt gucken wir doch einfach mal, wie sich schön die Farbe auf der Leinwand verteilen lässt und zusammen mit dem dunklen Braunton harmoniert. Ja, das macht jetzt Spaß. Also mit dem Malmesser die Farbpigmente über die Leinwand drüber zu ziehen, ist nochmal ein deutlich filigraneres Arbeiten als mit dem Duschabzieher. Und probiert euch da einfach mal aus. Benutzt mal alle Mittel, die ihr zur Verfügung habt. Das heißt Malmesser, Pinsel, Duschabzieher. Und ja, da macht da sozusagen spielt jedes Gimmick, sage ich mal, für sich ihren Stärken und Schwächen aus. Das macht wirklich super Spaß gerade.
Ja, ich glaube, ich bleibe jetzt erstmal bei den Farbpigmenten. Dachte jetzt, ob ich vielleicht ein bisschen Acrylfarbe mit rein kombiniere, aber ich fange jetzt einfach mal mit dem grünen Farbton an. Und zwar habe ich mich jetzt für ein tolles, lichtes Ocker entschieden. Das fügt sich auch ganz, ganz toll in die beiden anderen Töne mit rein. Und ja, ich trage das jetzt hier links oben auf die Leinwand auf und gucke, wie ich das jetzt schön verteile. Gebt doch mal ein bisschen Wasser mit drauf, dass wirklich ja, die Pigmente aktiviert werden und nicht nur trocken auf der Leinwand sich verschieben lassen. Und benutze jetzt hier nochmal das Malmesser. So, jetzt benutze ich hier meinen Wassersprüher und lasse die Farbpigmente nochmal schön über die Leinwand drüber fließen. Und das ist das Tolle auch an den Farbpigmenten. Ihr könnt selbst am Tag danach mit Wasser die Farbpigmente nochmal aktivieren und über die Leinwand verteilen. Im Gegensatz zu Acrylfarben, die am nächsten Tag wirklich getrocknet sind und sich damit sozusagen nicht mehr über die Leinwand verteilen lassen, hast du hier die Möglichkeit, am nächsten Tag nochmal ganz, ganz tolle, spannende Strukturen mit reinzubringen und natürlich nicht zu vergessen, das Bild zu versiegeln, wenn du mit Farbpigmenten arbeitest. Das erkläre ich aber nochmal zu Ende des Videos genauer. Und ja, wir gehen jetzt einfach nochmal ein Schrittchen weiter. Und zwar habe ich mir hier von der Winterzeit aus dem Kamin ein bisschen Asche geklaut, die ich jetzt auch in das Bild mit einarbeiten werde. Und ja, Asche sozusagen macht sich auch immer ganz, ganz toll auf der Leinwand oder auch die Kohlenreste, die ich jetzt hier eingefärbt habe. Ich habe lediglich Gesso dazu benutzt und habe die etwas weiß eingefärbt, auch mit dem Hintergedanken, dass die gut auf der Leinwand haften bleiben, und die verteile ich jetzt nach Belieben auf der Leinwand, was mir gerade in den Kopf kommt. Ja, das bringe ich auf die Leinwand.
So, die Kohlenstücke habe ich hier oben schön in das Bild eingearbeitet. Jetzt werde ich natürlich dem Bild Zeit zum Trocknen geben. Werde noch ein bisschen mit Tinte hier arbeiten. Gelbe Tinte fügt sich natürlich ganz toll zu dem Ockerfarbton hinzu. So, das Bild hatte jetzt Zeit zu trocknen. Oben die Kohlenreste sind jetzt schön auf der Leinwand ausgehärtet. Jetzt kann ich den nächsten Farbton auftragen. Und zwar habe ich mich jetzt hier wieder mit Farbpigmenten oder für Farbpigmente entschieden. Ein herrliches Türkis. Und werde hier einfach jetzt auch nochmal gucken, wie sich die Pigmente auf dem Bild verteilen, wie sich die Pigmente vertragen mit den Brauntönen und ja, legen wir doch einfach mal los. Ja, das Türkis macht sich toll auf der weißen Fläche. Ich möchte noch einen zweiten Blauton mit einarbeiten. Und zwar gucke ich jetzt einfach mal, wie sich das Kobaltblau noch in das Bild einfügt. Ich finde, Kobaltblau ist auch ein ganz, ganz spannender Blauton. Den möchte ich jetzt auch unbedingt mit dabei haben. Und ja, gesagt, getan, bringe ich jetzt das schöne Blau auf die Leinwand. So, ich habe mir jetzt ein Klebetape geschnappt, klebe jetzt von der linken Leinwandseite einen gewissen Bereich ab, den ich dann mit Acrylfarbe bemalen werde, dass ich sozusagen nochmal ein bisschen anderen Farbakzent mit ins Bild reinbringe. So, die Leinwand habe ich jetzt schön deckend mit einem leichten Grauton bestrichen und werde hier jetzt nochmal meine Sprays nehmen, um da nochmal ganz, ganz tolle, spannende Strukturen mit zu erzeugen. Das kennt ihr auch schon von meinen vorhergehenden Videos. Einfach hier eine tolle Farbe suchen, die sich gut ins Bild einfügt. Ich habe mich jetzt für zwei verschiedene Blautöne wieder entschieden, um bei Blau zu bleiben. Und werde das hier auf den tollen Grauton aufsprühen und hier mit Zeitungspapier aufstreichen, abziehen. Und ihr habt ganz, ganz tollen Vintage-Look. Und schaut euch das mal an, wie herrlich das doch aussieht. Das macht unglaublich Spaß.
Ja, so auch hier unten wollte ich mir den Bereich jetzt nochmal mit Acrylfarbe bearbeiten. Habe den mir jetzt auch abgeklebt und werde das mit einem schönen Acryl-Sandton bestreichen. Und hier ebenso die spannende Strukturen in Kombination von Acrylfarbe und Sprays auf die Leinwand bringen. Lässt sich ganz, ganz toll immer mit dem Paddelpinsel auftragen. Ich persönlich benutze sehr, sehr gern den Paddelpinsel, weil man da auch ganz, ganz harmonische und glatte Farbübergänge miteinander hinbekommt. So, mein Pinsel jetzt einfach mal in die weiße Acrylfarbe reingetunkt und legen wir doch jetzt einfach mal los. Probieren wir uns noch mal ein bisschen aus hier und gucken, wie sich die Farbpigmente noch mal schön aktivieren lassen. Und ihr seht hier, das schön dunkelbraun mit dem Ocker lässt sich da noch mal ganz, ganz toll vermischen. Und probiert euch da wirklich aus. Also seid nicht ängstlich, dass ihr das Bild sozusagen vielleicht verschlechtern könntet, sondern probiert euch da einfach mal aus und sammelt da ein bisschen Erfahrung mit Farbpigmenten. Und ich kann euch sagen, das befreit, das macht wirklich riesen, riesen Spaß.
Das ist auch ganz, ganz spannend, der Prozess jetzt gerade, wie sich die Brauntöne in sich vermischen und auch ganz, ganz toll runter ins Beige, also in den Acryl-Sandton ziehen lassen. Und das hinterlässt eine richtig tolle Struktur, die mir richtig gut gerade gefällt auf der Leinwand. Ja, also unten rechts ist es mir etwas zu dunkel, das Bild. Ich möchte hier jetzt nochmal zwei verschiedene Farbpigmente übereinander auftragen. Und zwar Terra de Siena und Cadmiumrot zusammenmischen und einfach mal schauen, wie sich die Farbpigmente miteinander mischen lassen. Hier sprühe ich jetzt wieder ganz normal einfach Wasser drauf und gucke einfach, wie sich die Pigmente den Weg über die Leinwand drüber bahnen. Ja, das gefällt mir so gut, das lasse ich so, das fügt sich wirklich ganz toll in die Leinwand mit ein. Und nicht wundern, wenn es im Hintergrund hier ein bisschen am Schmatzen ist. Und zwar ist sich Kylo gerade ein wenig am Putzen. So, okay, machen wir doch jetzt einfach mal mit dem Wesentlichen weiter. Ich nehme hier nochmal einen ganz, ganz tollen Grünton als Farbpigment hinzu und werde auch nochmal gucken, was sich damit jetzt hier auf der Leinwand anstellen lässt. Ja, das ist gerade wirklich ein spannender Augenblick. Das erinnert mich wirklich so an ganz, ganz tolles Moos am Baumstamm. Dieser Grünton, das ist sehr, sehr intensiv. Und ich werde ihn auch jetzt so grob aufgetragen stehen lassen. Das heißt, jetzt nicht mehr mit Wasser verdünnen, weil das bilden sich ganz, ganz, ganz tolle Linien, wo einfach das Grün noch richtig schön als Farbpigment anzusehen ist. Und ja, das ist unglaublich spannend und toll, sich jetzt gerade anzusehen hier auf der Leinwand. Das fügt sich ganz, ganz, ganz toll in die Brauntöne und in das Rot rein. Ja, und wenn du neu bist und wenn du dich für abstrakte Kunst begeistern kannst und dir dieses Video gefällt, lass doch sehr, sehr gerne ein Abo da und ich würde mich ebenso über neue Kommentare freuen und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, um keinen weiteren Content von mir zu verpassen.
So ihr Lieben, falls ihr auch gerne mit Kreide oder mit Farbpigmenten, so wie ich jetzt hier bei diesem Bild arbeitet, empfiehlt es sich im Anschluss, das Bild zu versiegeln, dass es einfach geschützt ist, langlebig ist und sozusagen auch von den Farbrückständen hier, wenn ich jetzt hier über das Bild drüber fahre und habe mit Farbpigmenten gearbeitet, die lösen sich mit der Zeit. Das heißt, da gibt es eine ganz tolle Fixierung, ist auch komplett farblos, weder matt noch glänzend. Also das heißt, wenn ihr das auftragt, gut schütteln vorher, 30 cm vom Bild entfernt halten und ich würde euch empfehlen, die Fixierung zweimal zu wiederholen. Das heißt, einmal einsprühen, abtrocknen lassen und dann nochmal den ganzen Prozess wiederholen. Das heißt, einfach über das Bild drüber gleichmäßig verteilen. So, einmal eintrocknen lassen und den Prozess dann einfach wieder wiederholen und ihr habt sozusagen ein tolles Bild an der Wand, was geschützt ist und wo ihr Freude dran habt.